die Schattenseiten des Business. Über 2 Millionen Euro Schaden dieses Jahr durch Gastronomie-Lockdowns, durch Veruntreuung von Geldern von sogar Treuhändern, von fehlenden Verträgen, von Mitarbeitern, die mein Team und mich hintergangen haben. Um all das geht es in diesem Video. Ihr sollt diese Fehler bitte alle vermeiden. Es wird ein hochspannendes Video. Und ich will noch vorher eine Sache ankündigen, und zwar, wir machen am Ende diesen Monat und am Ende von jedem Monat zwei Business-Events. Und zwar einmal für Unternehmer, die mindestens eine 500.000 Euro Jahresumsatz oder mehr machen, und einmal für Selbstständige, die sich ein Geschäftsmodell aufbauen wollen mit einem mindestens 5- bis 6-stelligen Monatseinkommen. Alle Informationen dazu gibt es, wenn ihr die Telefonnummer hier, die hier eingeblendet ist, da schreibt ihr per WhatsApp hin, Hashtag Event, dann bekommt ihr in wenigen Minuten oder in ein paar Stunden einen Link zugesendet mit allen Informationen über das Event, plus sogar mit der Möglichkeit, ein Beratungstelefonat zu buchen, um herauszufinden, um was geht es beim Event und macht das Ganze für dich Sinn. Viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zum Video. Ihr habt abgestimmt auf Instagram, und zwar habe ich gefragt, wollt ihr eher meine größten Fails von 2021 wissen oder meine größten Errungenschaften? Und Stand jetzt ist die Abstimmung ca. 53% wollen die größten Fails sehen, 47% die größten Wins. Und ich kann jetzt schon mal sagen, einige Millionen Euro Umsatz, auch Gewinne, aber auch einige Millionen Euro verloren. Und wir fangen jetzt mal mit den Fails an. Und ich möchte diese Fails kurz einkategorisieren, und zwar, es waren ein paar wirklich meine Schuld, andere, da konnte ich nichts dafür, und manche Fails, da ist das Geld wirklich einfach komplett weg, und bei anderen Fails, da ist nur die Liquidität jetzt gerade weg, das Geld kommt aber höchstwahrscheinlich teilweise oder vollständig wieder zurück. Und es ist aber trotzdem wichtig, als Unternehmer musst du irgendwie probieren, für alles Verantwortung zu übernehmen, alles zu kontrollieren, überall bei dir selber erstmal die Schuld suchen, und noch ein ganz wichtiger Punkt, du musst dich trotzdem so aufbauen, dass wenn irgendwas schief geht, wofür du gar keine Schuld kannst, zum Beispiel das Thema Coco-19, wo sie unsere Restaurants zugemacht haben, da konnte ich einfach absolut nichts dafür, mein Team konnte nichts dafür, aber trotzdem mussten wir uns dann eben so entwickeln, dass wenn trotzdem solche Sachen passieren, wir irgendwie durchkommen. Und ich möchte jetzt mit einigen Punkten anfangen. Und zwar der allererste Punkt, wo ich selbst verschuldet 400.000 Euro verloren habe. Es kommt wieder, aber es ist erstmal weg. Ich erwirke gerade mit einem Rechtsstreit, dass das Geld wiederkommt. War ein Krypto-Exchange. Und auch wieder hier, ich will ja diese Fails aus zwei Gründen erklären. Erstens mal will ich, dass diese Klassiker oder diese Fehler euch nicht passieren, dass ihr die gleich vermeidet. Und zweitens möchte ich auch mal dieses Bild zeigen, die Schattenseiten des Unternehmertums, weil es sieht immer auf Instagram und überall so toll aus. Boah, der ist in Mexiko und Miami, der chillt auf Partys, dies und das. Aber wie viele Probleme, Stress und so weiter trotzdem da sind, das will ich einfach auch zeigen. So, also das allererste war ein Exchange, und es war mit jemandem, dem habe ich voll vertraut. Der hat sogar eine Firma im Bereich Compliance, also im Bereich Finanzcompliance. So vertrauenswürdig war der im Endeffekt. Und ich habe eben mit dem über viele Monate lang immer gewisse Exchanges veranlasst. Das heißt also Kryptowährungen gegen Geld, Euros kriegen Kryptowährungen und so weiter. Es hat immer geklappt, hat immer gewisse Mengen, immer reibungslos, ohne Probleme funktioniert. Und dann kam folgender Punkt. Es war dann vor circa 9 Monaten, beziehungsweise es war im April, es war vor 9 Monaten. Da meint er, hey du, pass auf, es gibt jetzt eine Möglichkeit, noch mehr zu einem besseren Kurs zu exchangen. Und auch hier ein Punkt, bei all meinen Problemen, Leute, war fast immer entweder zu übermäßiges Vertrauen und keine Kontrolle im Spiel
oder auch fast immer irgendwelche Deals, wo es einfach zu gut schon klang, um wahr zu sein. So, dann bin ich da also hin, habe ihm das geschickt, im Wert von 400.000 Euro. Er hat es mir bis heute nicht geschickt, immer verzögert und jetzt geht das Ganze eben seinen juristischen Lauf. Und bei so einer Summe musst du dann trotzdem nochmal auch Gerichtskosten vorstrecken von ungefähr 8.000, 9.000 Euro plus nochmal einen Anwalt zahlen. Das heißt, erstens mal sind die knapp 400.000 erstmal weg, höchstwahrscheinlich kommen die irgendwann auch wieder, aber dann musst du nochmal den Anwalt bezahlen, plus was du ja auch bezahlen musst, ist die verlorenen Gewinne aus diesem Geld. Weil wenn ich zum Beispiel 400.000 Euro habe, in 9 Monaten, mache ich da mindestens mal 10% Rendite drauf. Entweder ich investiere es, ich arbeite damit, ich kaufe Ware, bezahle Ads, Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, da wären nochmal locker 40.000 Euro dazugekommen. Das heißt also, da fast 500.000 Euro verloren. Dann das zweite, war ein ähnlicher Fall. Googelt mal BC Connect. Bei BC Connect, da habe ich über einen Verlauf von circa einem Jahr 4-mal ein Darlehen gegeben. Und da war der Pitch der, das ist Zwischenfinanzierungen für große gebündelte Telekommunikationsverträge. Könnt ihr auch im Internet nachsehen. Und was war da mein Fehler? Ein Geschäftspartner von mir, der da selber mehrere Millionen Euro investiert hat, hat gesagt, er hat eine komplette Due Diligence gemacht und es passt alles. Und natürlich, wenn ich selber einen Geschäftspartner habe, mit dem ich seit mehreren Jahren zusammenarbeite, mit dem auch in einem Geschäft bin und er sogar selber Millionen investiert und er sogar selber sagt, er hat eine Due Diligence gemacht, habe ich dem eben geglaubt, Geld investiert und da hat man immer innerhalb von 6 bis 12 Wochen ungefähr 50% Zins bekommen. Rendite. Hat immer geklappt, aus 50.000, 75.000, aus 80.000, 120.000 und dann habe ich 100.000 investiert, zack, war es weg, der Geschäftsführer könnte selber nachgoogeln, ist jetzt in U-Haft. So, Geld kommt aus der Insolvenzmasse vielleicht zu die Hälfte wieder, aber das war's. So, dann muss man auch dazu wieder sagen, was war da wieder der Fehler? Zu gierig gewesen und anstatt selber nochmal eine Due Diligence, eine Kontrolle zu machen, eben dem Kollegen vertrauen. So, dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Mitarbeiter von mir, Marketingabteilung geleitet, dem habe ich sehr gut vertraut. Sagt er, du pass auf, ich habe einen Kunden. Mit diesem Kunden machen wir eine Werbekampagne. Das Geld haben wir nach 6 Monaten zurück. Da wurden dann Rechtsstreite etc. wurden da vorfinanziert und da hieß es dann auch, ja, du pass auf, mit dem brauchen wir keinen Vertrag, das passt alles, kein Problem. Ich warte bis heute noch auf das Geld, 60.000 Euro wurde in Ads investiert, locker 40.000 Euro Lohnkosten, 100.000 Euro wieder weg. Kommen die irgendwann mal, angeblich ja, sogar mit Rendite, weiß ich das Ganze aber sicher, nein. Also, nächstes Learning, macht saubere Verträge. Dann, wenn wir schon zum Thema Vertrag kommen, wo habe ich es richtig gemacht? Ihr wisst ja, vor circa einem halben Jahr wurde ich brutal im Internet gehatet und da hat jemand behauptet, ich hätte 50 Millionen Euro in Krypto betrogen, bla 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 bla. So. War ein brutales Thema, oder es haben sogar mehrere Leute behauptet. Auf jeden Fall, ich habe dann Gott sei Dank davor mit diesen Leuten Verträge gemacht, dass die in der Öffentlichkeit gewisse Dinge gegen mich nicht sagen konnten, weil ich hatte das ja schon oftmals. Ich habe Leute aufgebaut, mit denen gearbeitet und hinterher haben sie dann mich dargestellt als was auch immer ich für ein schlechter Mensch bin. Deswegen, wenn ich jetzt mit Leuten zusammenarbeite, mache ich schon im Vorfeld Verträge, dass man sich in gewisser Maßen im Internet dann nicht äußern darf. So, aber auch da. Gerichtsstreit, aktuelle Kosten, ca. 100.000 Euro. Erste Instanz ist schon durch, das erste Geld musste er schon zahlen, ein Teil ist wieder zurück, aber da sind auch immer noch
ca. 50.000 Euro offen und sogar noch die ganze Strafe, die bezahlt werden muss. Das ist also gleichzeitig ein großer Lose, weil ich eben mit falschen Leuten zusammengearbeitet habe, aber auf der anderen Seite auch ein großer Win, weil ich zumindest mal vorher ein passendes Vertragswerk gemacht habe. So, dann ein weiterer großer Fehler. Ihr seht also, und das sind auch viele wirklich neue Fehler bei mir jetzt gewesen. So, nächster Fehler war der, und zwar mein Vertrieb. Das ist auch mit ein Grund, viele haben ja gefragt, du Karl, warum sind denn viele Leute aus deinem Vertrieb weg? Ja, weil sie leider betrogen haben und weil wir sie größtenteils rausschmeißen müssen. Jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz die wahre Geschichte, was mit dem Vertrieb passiert ist. Und das ist nur eine Sache von vielen Sachen, die da gelaufen sind. Und zwar, der eigene Vertrieb hat ein Incentive gemacht. Das heißt also, es gab eine Challenge und wenn du einen gewissen Umsatz machst, dann darfst du mitfliegen nach Dubai. Auf eine Dubai-Reise, okay? So. Natürlich gab es dann ein paar Vertriebler, die haben diesen Umsatz nicht geschafft. Was haben sie dann gemacht? Sie haben dann Kundenverträge und Umsätze gefälscht. Gefälscht. Also das ist da das große Problem. Und zwar ab einer gewissen Unternehmensgröße, bei einem gewissen Umsatz, ist man nicht mehr in der Ist-Versteuerung, sondern in der Soll-Versteuerung. Das heißt also, die haben dann beispielsweise 500.000 Euro Umsatz gefälscht, dann hat man die Rechnung in den Umsatz eingereicht und dann wurden diese 19% Umsatzsteuer fällig. Dann musste ich also mehrere hunderttausend Euro, ja insgesamt über 200.000 Euro Steuern bezahlen, was dann erst jetzt vor kurzem bei der dritten, vierten Mahnung rauskam, über Anwälte und so weiter, dass diese Kunden entweder gar nicht existent waren oder dass die nie unterschrieben haben. Oder in ganz schlimmen Fällen sogar, dass eine Urkundenfälschung da war und die Unterschrift des angeblichen Kunden gefälscht wurde. Und solche Sachen sind da quasi vorgefallen. Abartig. 200.000 Euro Schaden, eher 300.000 Euro Schaden, Liquiditätsschaden, Bonitätsschaden, Image-Schaden, Rufschaden etc. Also wirklich wahnsinniger Fall. Überprüft euren Vertrieb, ob das auch echte Abschlüsse sind. Schaut, dass auch nicht zu aggressiv incentiviert wird. Und im Vertrieb auch noch ein ganz wichtiger Punkt, und zwar im Bereich Vertrieb. Das sind natürlich Leute, die wollen das schnelle Geld verdienen. Ich würde den Vertrieb immer teilweise erst deutlich später auszahlen. Weil wenn ein Vertrieb sofort ausbezahlt wird, dann drücken die was rein, die squeezen was rein und man kommt schneller in die Soll- anstatt Ist-Versteuerung und es bringt einfach viele Probleme mit sich. Informiert euch da wirklich mal mit eurem Steuerberater. Wir sind also jetzt schon bei ca. 1 Million Euro Schaden an Geld, was entweder erst später kommt oder gar nicht kommt. Jetzt kommt das nächste im Bereich Vertrieb. Auch wieder ein ganz klassischer Fehler, und zwar, wenn ihr eine Agentur habt, Leute, okay, und ihr habt Marketer und Vertriebler oder allgemein auch Mitarbeiter, die auch viel Kundenkontakt haben, dann kann es eben irgendwann sein, dass der Kunde sagt, du schau her, Vertriebler XY, Marketer XY, wenn du zu mir kommst, dann bekommst du bei mir einen besseren Lohn, du bekommst Vorteile im Bereich Firmenanteile, du bekommst einen Firmenwagen, du bekommst dies, das und jenes. Das ist also wirklich auch im Bereich Business ein Klassiker. Wenn du mal die ersten 10, 20, 50 Mitarbeiter hast und du hast auch Mitarbeiter, die eng mit dem Kunden arbeiten, dann kann sich da natürlich auch eine Kundenbeziehung entwickeln. Und dann kann es auch eben sein, dass dein Kunde deine Mitarbeiter teilweise abwerben will und denen irgendwelche Dinge verspricht, schmackhaft macht, bla bla bla. Und dann kam es eben in einem Fall so weit, dass ein Kunde mit unserem Vertriebler das gesamte Produkt von uns kopiert hat und dann selber dieses Produkt über 3 Monate lang verkauft hat und damit uns circa auch wieder 300.000 Euro Schaden zustande gekommen sind. Also nochmal 300.000 Euro Schaden
weil quasi der Mitarbeiter und der Kunde das Produkt kopiert haben und dann selber verkauft haben. Und jetzt ein weiteres Beispiel, ein anderer, ein Markter und Vertriebler, der auch Zugang zum CRM-System hatte, ist gegangen zu einer anderen Firma, weil er da eben auch irgendwas versprochen bekommen hat und hat dann das ganze CRM-System kopiert, durchtelefoniert und auch wieder Kunden im Wert von circa plus minus 500.000 Euro quasi geklaut und mitgenommen und hat dann sogar behauptet, dass er abgesprochen. Das heißt also, der ist zu dem Kunden hin und meinte, ja, ja, wir haben jetzt hier nochmal eine Partnerfirma, gewisse Aufträge, gewisse Dienstleistungen wickeln wir jetzt hier quasi ab, komm also zu uns. Gehen wir jetzt auch gerade vor Gericht, ist auch wieder ein Thema. Und auch da, Zehntausende, Fünfzigtausende, Hunderttausende Euro Gerichtsstreite. Und für alle, die jetzt zuschauen und sagen, ah Karl, es ist ja nur bei dir so. Wisst ihr was? Es ist sogar beim Elon Musk bei Tesla so. Und wenn sogar dem Kunden abgeworben werden, Mitarbeiter abgeworben werden, Intrigen, Betrügereien in der Firma passieren, dann wird es bei mir und bei dir höchstwahrscheinlich auch passieren. Und auch bei allen anderen, die ich kenne, ob das jetzt Reuter, Baulix, Aumann, Raoul, alle, die man so kennt, die auch Agenturen, Consultings, Beratung und so weiter haben, ich kenne die alle, bei denen auch überall schon solche Dinge passiert, die haben alle schon genau solche Probleme auch gehabt. Da stehen wir also schon bei 1,8 Millionen Euro Schaden. Also das nur auch Dinge im Vertrieb, mit Mitarbeitern, mit Betrügereien, brutal. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Thema Gastronomie. Im Bereich Gastronomie haben wir teilweise neue Läden aufgemacht, weil uns eben zugesichert wurde, du schau her, wenn alle durchgeimpft sind, dann wird nicht mehr zugesperrt, dann passt es alles, alles kein Problem, was war? Man musste wieder die ganzen Läden schließen, man hatte deutlich weniger Umsatz, Leute hatten Angst, es kamen weniger Leute und man hatte auch trotzdem erhöhte Kosten, weil man musste viel mehr Hygienemaßnahmen einhalten, mehr Equipment kaufen, man hatte sogar noch mehr Kosten. Das waren auch nochmal circa dieses Jahr 300.000 Euro. Das heißt, Gastro, Exchanges, Probleme im Vertrieb. Boah, also die Liste ist wirklich so lang. Das heißt, ich würde den insgesamten Schaden, und jetzt haben wir noch den Oberhammer, das will ich gar nicht erzählen, Leute. Auf jeden Fall, wir machen jetzt mal hier das Video Schluss, auf jeden Fall. Das waren bei mir dieses Jahr über 2 Millionen Euro Schaden. Ich würde sagen, ein Drittel von dem Geld ist komplett weg, die anderen 2 Drittel, die kommen wieder, aber das sind Dinge, die im Business passieren. Schaut, dass ihr die vermeidet, überprüft die Leute, seid vor Ort, seid im Kontakt, macht saubere Verträge, wählt Partner richtig aus, wählt Kunden richtig aus und passt einfach auf. Das sind Dinge, die passieren jedem. Es ist nicht nur bei mir so, es wird auch euch passieren. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen vorbereiten konnte. Das war es jetzt mal dazu, alle Fails mal zusammengefasst. Bis zum nächsten Mal, euer Karl. Oh, und noch eine Sache. Eine ganz wichtige Sache, und zwar, Leute, kommt zu einem unserer Business-Events. Wir machen Ende jedes Monats, am Wochenende, 2 Tage Business-Events, und zwar einmal für Unternehmer und einmal für Selbstständige oder Leute, die selbstständig werden wollen. Wer sich darüber informieren will, der schreibt an folgende Nummer, die eingeblendet wird, also plus 49 170 288 6246, Hashtag Event, bekommt dann alle Informationen zugesendet, sogar ein Telefonat mit unseren Beratern, dann sehen wir uns hoffentlich auf dem Event und du wirst hinterher nicht nur viel Energie mitnehmen, nicht nur neue Kontakte, sondern auch neues Know-how und Motivation mitnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns da, bis dann.